Willkommen zurück zu Dark Souls 2 Skull of the First in den Staffel 3. Und hier sind wir im New Game Plus im Eisenschloss mal wieder. Und in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen einen abgebrochen mit so ein paar speziellen Gegnern, die einfach mal so unsere Seelen geklaut haben. Und die wollen wir uns jetzt erstmal zurückholen. Und dann geht es weiter zum Schmelzerdämon. Der hat da so ein Leuchtfeuer, das hätte ich gerne. Außerdem hat er ein paar coole Seelen am Start. Aber erstmal müssen wir uns unsere alten Seelen zurückholen. Wir müssen nämlich jetzt schon, was weiß ich, 40.000 und so liegen, weil man hier so dermaßen schnell Seelen bekommt. Also, das ist echt einer der besten Plätze, um Seelen zu grinden. Es recht, weil man im New Game Plus sogar noch den silbernen Schlangenring plus 2 bekommt, die wir ja in der letzten Episode erhalten haben. So, und ich hoffe mal, dass wir es... Wie, der läuft einfach mir vorbei? Was ist das denn? Na warte, das wird knapp bestraft hier. So geht das nicht hier. Ich meine, ich finde das ja ganz gut, wenn er mich nicht beachtet, aber Dummheit muss bestraft werden, oder? Schließlich werde ich ja auch so für jeden Fehler bestraft, also machen wir das auch. Zack. So. Ist da noch einer rum? Nein. Nee, da ist noch einer. Und wenn du nicht machst, dann mach ich halt. Das geht. Das können wir tun. Wow, stimmt ja. Schießt ja jemand auf mich. Ach nee, was wird der denn jetzt hier? Geil, jetzt kommen die anderen auch noch. Da hab ich lieber zurück in Deckung, würde ich gerade sagen. Da wurde schon getroffen. So. Erstmal. Um den hier kümmern. Ah, jetzt ist der schon da. Juhu. Warte. Ach. Ja klar, und jetzt kommt er wieder. Du Sacker, ey. Wie, was macht der denn jetzt hier? Was geht hier vor sich? So, den sind jetzt aber los. Und den verlassen wir wohl auch getroffen. Nichts da. Kannst gern noch einen auf den Sack kriegen. So. Nein. Oh, boah, das kann doch nicht wahr sein. Also, was war das jetzt? Auf einmal kommen da alle. Der Verlassene, irgend so ein Typ. Dann der hier. Was ist hier schon wieder los? Echt, ey. Heute hast mich Dark Souls wirklich, hab ich das Gefühl. Die einen Phantom. Krieger da holen mich einfach mal mit zwei Schlägen kaputt. Und es sind zwei von denen. Hier kommen jetzt auf einmal direkt drei völlig unerwartete Gegner auf mich zu. Von denen ich allen drei nichts weiß. Das ist echt, ey. Ich glaube, Dark Souls setzt jetzt wirklich alles daran, dass ich es nicht schaffe, die Trophäen zu bekommen. Es mag uns nicht mehr. Ich meine, es hat einen noch nie gemocht, aber jetzt erst recht. Jetzt brauche ich mich wenigstens um die einen Seelen nicht mehr zu kümmern. Die sind sowieso weg. Aber egal, hier kriegt man so schnell Seelen. Achso, habe ich überhaupt keinen Bock auf die zwei. Nein. Warte, bis du dran bist. Da kannst du noch so viel rumfuchteln. Das ist mir scheißegal. So. Dann bin ich den wenigstens schon mal los. Ah, da ist ja unser Freund. So. Was machst du jetzt, du Sack, ey? Jetzt ist der hier weg, aber es war schon wahrscheinlich einer von denen, ich gerade eben schon erschlagen habe. So, du guck nicht so blöd. So, kurz warten. Zack. Und ab dafür. So, da kommt der Typ. Ah, hat man nicht auf mich geschossen. Das ist ja herzallerliebst. Und seht an, obwohl ich gestorben bin, habe ich schon wieder 37.800 Seelen. Ich habe schon wieder fast alle wieder, die ich verloren hätte. Hab. Komm her. Ich habe wirklich, wirklich wenig HP. Das ist nicht gut.
So, nächster. Fort damit. Autsch. Wer hat denn mich denn da jetzt getroffen? Steht der überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Da steht der. Okay, komm her. So, ab dafür. So. Jetzt haben wir es fast. So, den müssen wir uns jetzt noch irgendwie kümmern. So. Noch einer. Oh, hallo! So, wer macht der denn hier? So, gerade ein bisschen Abstand schaffen. Jetzt kommen die beide. Genau, immer schön einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen, hab ich gesagt. Ach, so geht's auch. Was macht der denn da für Sidesteps? Was willst du hier? Echt, ey, wo kommen die alle her? Schießt die immer noch nicht. Das ist nicht so geil. So, der ist noch da. Und ich glaube, da steht auch noch einer, ne? Ja. Ha, funktioniert immer wieder. Den werden wir schon mal los. Nein. Hier war doch irgendwas. Ach nee, stimmt ja, hier kann man jetzt neue Dings sogar hinlaufen, damit der rüber latschen kann. Weil früher war ja immer so eine Lücke drin. Verstehe nicht ganz, warum die das weggemacht haben, aber mir soll es recht sein. So. Da will ich jetzt doch lieber hier so ein Dings benutzen. Kristallzauberwaffe. Noch einmal kurz was trinken, damit wir auf Ja Full Life sind. Und jetzt hier. Hallo, mein Freund. Ich würde sagen, wir machen Schaden. Oh ja, wir machen Schaden. Daran soll es nicht liegen. Jetzt wird das direkt hier schon channeln. Okay. So zu wie natürlich aus, um ein bisschen Schaden reinzuhauen. Oh Gott. So wird das nichts. Bitte nicht mehr so oft treffen lassen, das wäre gut. Ah, jetzt schon. Da kannst du haben. Kannst du noch einen haben. Jetzt ist Kristallzauber auch schon weg. So. Boah, geht das, du tickst jetzt schnell, ey. Scheiße. Ja, das war nicht gut. Das sehe ich ein. Das war überhaupt nicht gut. Mich zu sagen, das war mega scheiße. Oh Gott. So, jetzt lieber nochmal was trinken. Jetzt gucken. Ah, jedes Mal! Ne, dafür kriegst du jetzt auch noch einen Sack. Hehehehe. So. Jetzt bloß weg hier von dem. So. Vielleicht hätte ich das früher machen sollen. Nee, hat funktioniert. Je, Mann! Ich bin jedes Mal zu früh. So, aber da fängt es jetzt an. Ah, er macht's nicht. Jetzt müssen wir eigentlich weghauen können. Ach nee, das ist doch ein Ernst. So, den hier aber. Dem kannst du nicht ausweichen, Penner. Ja, ziemlich geil. Also, Schmerz hat der Mann beim ersten Mal. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wir kennen das jetzt schon ganz gut, denn wir haben im letzten Playthrough ja auch den einen Magieschmelzer-Dämon besiegt. Also weiß ich jetzt schon genau, wie ich gegen ihn vorgehen muss. Es hätte zwar auch besser laufen können, es hätte aber auch deutlich schlechter laufen können. Von daher ist das okay. So, und damit haben wir jetzt 119.000 Seelen. Die müssen wir erstmal ausgeben. Und ich glaube,
Schmelzerseele kann ich auch getrost abgeben. Müsste ich nicht eigentlich, ich glaube, ich müsste noch einen Klingenring bekommen haben oder so. Ist gar nicht drauf geachtet. Gerade nachsehen. Ich meine nicht, man bekommt noch irgendwas von dem. Also da ist nur seine Seele. Nee, eine Seele war es nicht. Oh. Nein, nein, nein. Was mache ich denn hier? Ring? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann war es irgendwo anders. Da habe ich mich vertan. Ja, ich habe dir wieder ein paar Seen mitgebracht. Die muss jetzt bestimmt schon fast 5 Millionen haben von uns oder so. So, zieh mir erstmal Belastung nach. Und dann vielleicht noch einen auf Zauberei. Ja, dann haben wir zwei Slots, cool. Das ist sehr gut. Wenn wir jetzt zwei Slots haben, dann können wir nämlich hier das Ritualband des Südens ausziehen und dafür irgendwas Cooles nehmen. Eine Klinge vielleicht. Oder vielleicht doch lieber ein Chlorantiering? Ich glaube erstmal Chlorantiering. So, jetzt muss ich meine Zaubereinstellung nochmal umbauen. Mal große Zauberwaffe mit. So. Ich könnte natürlich einfach extra viele Zauber mitnehmen, aber mir ist dann doch erstmal das wichtig. Dafür habe ich es ja extra gelevelt. Damit wir den Ringslot frei haben, ist es besser. So, das haben wir, ja, wir haben ja noch genug Seen, da können wir vielleicht ein paar von benutzen. Schmerzedämon sollte eigentlich auch kein Problem sein, die einzusetzen. So. Einen davon. Und einen davon. Ja, das reicht. Sind mir die Seelen auch schon mal. Sind die auch schon mal in Sicherheit? So, und dafür geben wir jetzt noch einen auf Zauberei. Höhere Zaubergeschwindigkeit. So. Ja, jetzt vielleicht Zauberei auf 15, das ist ein schöner gerader Wert. Und dann ziehen wir die anderen auf 30. Die oberen drei Werte. Das sollte dann schon ganz geil sein. So, da sind wir wieder, meinem absoluten Lieblingsschloss. Ah, es gibt schlimmere Orte, es gibt viel schlimmere Orte. Das Eisenschloss ist eigentlich ganz cool, nur die Kämpfe sind halt nicht unbedingt einfach. Der Schmelzerdämon ist ein Zerbrocken. Die Gegner hier, also ein paar von denen zumindest, sind ätzend. Da kannst du haben. Da kannst du noch einen haben. Kannst noch einen haben. Und stell dir vor, ich habe noch einen. So, und gleiches geht für den da hinten. Ich muss mir mal angewöhnen, das Fernglas mitzunehmen, damit ich so ein bisschen snipen kann. Wieso hat er das überhaupt gemacht? Ich hätte ihn doch einfach kaputt schlagen können. So. Wäre viel einfacher gewesen. Und hätte Estus gespart, weil er mich vielleicht gar nicht erst getroffen hätte. Da. Da. Ha! Abgehalten. Autsch. Das ist nicht gut. Aber dafür müsste er jetzt sterben. Yep. Ja, okay, sicher ist sicher. Lieber was trinken, als später verrecken, ne? So, was war hier nochmal anders? Lass ich einfach mal die Tür. Okay, ja. Das wusste ich natürlich, ganz klar. So, aber eigentlich brauche ich den gar nicht zu öffnen, dann spare ich mir den mal. So. Die Jungs. Wo ich glaube, es ist eigentlich in dem Fall sogar schlechter, ne? Weil er jetzt genau wo die Schützen stehen. Aber ansonsten stehen sie vielleicht weiter oben und könnten trotzdem auf mich schießen, das weiß ich nicht. Und außerdem sind die ja so kein Problem. So. Feuerresistenz einpacken.
so ganz schnell hier so. Ab dafür! Oh Mann, oh. Fall runter! Wow, was willst du jetzt hier? Weg da. Natürlich dadurch von dem treffen lassen. Zack! Lass mich vorbei, Feuer! Tschüss! Bye bye! 3000 Seelen nur für so einen Typen. Da stehst du gut, Kumpel. Da stehst du echt gut. Super! So, ich habe jetzt keine Lust, oben rumzugehen. Hoffentlich. Ja, genau aus dem Fall. Das ist halt wirklich. Also, der Ninja-Turtle, der verdient meinen vollsten Respekt. Der war echt sehr kooperativ. Müsste eigentlich so eine Medaille dafür kriegen oder so. So, hier oben steht auch so ein Kumpel von uns. Da, komm runter. Komm runter, damit ich mich umbringen kann. Oh, da ist ja noch einer. Den habe ich vergessen. Wo ist der andere jetzt hin? Der steht immer noch da oben. Na gut, also wenn du nicht runterkommen willst, kann ich auch gerne runterschießen. Das macht mir gar nichts. Dir schon, da unten ist nämlich ganz schön heiß. Hallo. Da. Na, komm. Schlägst du dir was? Muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich lieber zur Seite springen. Vielleicht will ich erstmal hier rauskommen lassen, so. Genau, schlag zu. Ich sehe so einen verpasst und so einen bist tot. Das kann man nicht sagen mit der Guillotine. Hallo. Komm ich da noch rechtzeitig durch? Man sollte. Wenn ich jetzt hier trappe, vielleicht. Komm runterfall bei. Yes! Wow, der überlebt das ja. Ah, da haben wir was gegen. Hihihi. Aber interessant, dass sie das auf New Game Plus überleben. Ich dachte eigentlich, wer davon getroffen wird, ist einfach tot. Weiß ich das auch mal. Oh, da wäre ich fast voll reingelaufen. Darf ich mal? Danke. Das da werden wir uns jetzt nicht holen. So, jetzt könnte es gemein werden. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich das überhaupt machen werde. Denn hier ist jetzt so ein fieser, fieser Invasor. Oder sollte hier eigentlich sein? Ja, ist er. Steht da aber auf der anderen Seite, ist ja voll gemacht. Das ist so ein Typ, okay. Tschüssi! Ich kümmere mich gleich um den. Ich will jetzt erstmal das Leuchtfeuer haben. Das ist ein bisschen wichtiger. So. Oh, da kommt der hier hoch. Autsch! Das ist nicht cool. Autsch! Alter! Ich kenne da gar nicht, was macht der da? Ja, kann ich auch. So, ii. Oh Gott, ich kenne da gar nicht, was macht der da? Ich kenne den nicht. Der ist irgendwie anders, als ich den in Erinnerung hatte. Ja, wir haben das Leuchtfeuer von daher. Das ist besser, den unten zu bekämpfen, weil man den die ganze Zeit ins Feuer locken kann. Dann braucht man eigentlich gar nicht gegen ihn zu kämpfen, braucht immer nur auszuweichen. So, aber weil wir jetzt hier oben sind, können wir da machen. So, das Dinger holen. Jetzt weiß ich gar nicht. Das Feuer erstmal anlassen, das Problem, was mit dem ist. Das ist da unten. Vielleicht. Ich könnte richtig Schaden dadurch kriegen. Ich kann dich auch so von hier abschießen. Ja, das funktioniert. Haha! Wenn ich den auch so treffen würde. Da. Fall runter! Okay. Komm her, komm her, komm her. Schade. So.
Also, okay, also, den haben wir mal richtig gecheest, würde ich sagen. Also, da dachte ich jetzt auch so, ey, Alter. Ja, wie ich eingangs schon mal erwähnt habe, Sorcery Easy Mode. Obwohl ja doch eigentlich wäre es dumm, wenn ich mich nicht ans Leuchtfeuer freisetzen würde. Ich meine AP ein bisschen wieder. Das Feuer ist jetzt auch raus, der Typ sollte auch nicht mehr spawnen. Tut er auch nicht. Hui. So viele Blutlängen. Also ich weiß, was ihr habt. Ich fand den voll einfach. So, es lag hier nochmal. Ach so, ein Blitzkurzbogen, okay. So, jetzt ist der Typ hier fällig. Na. Traust dich nicht, oder was? So, ich trau mich aber was hier. So, vor und zurück, vor und zurück. Und irgendwann gibt das Vieh nach. Und da sind wir auch schon beim nächsten Boss. So, wir haben so eine schöne große Zauberwaffe für den mitgebracht. Es wird ihm sehr gefallen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal gucken, oder? So. Wie trifft das eigentlich? Ah, jetzt. Oh, es macht doch gar nicht so wenig Schaden. Fatz! 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 Und jetzt noch. Oh, jedes Mal. Aber ich wurde nur gestreift. Das ist okay. So, Hand ab. Ich glaube, hier sollten wir sicher sein. Ja. Haha. Zack. Zack. Geht's auch noch mit. Ich fühle mich hier irgendwie überhaupt nicht sicher. Also nicht so sicher wie sonst. Ich habe das Gefühl, ich werde jeden Moment runterfallen. Oh nein. Hab ich ehrlich gesagt keinen Bock zu. Und hier muss man immer aufpassen, dass man nicht diesen Feuerstrahl macht oder so ein Scheiß hier. Weil dann kann man da wirklich schwer ausweichen. Was muss der eigentlich schon? Ah, fast. Darf ich mal High Five? Nein, gerade. Oh, das war schlecht. Das war richtig schlecht. So, jetzt. Muss ich mich nochmal treffen lassen. Alter, das gibt's doch nicht hier. Wir nochmal was trinken. So, jetzt reicht's mir hier. Nein, das kann doch nicht wahr sein! Wollt ihr mich eigentlich mal. Oh Gott. Oh Gott, Mann. Ich hätte einfach den Stab nehmen sollen und einfach erschießen sollen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Echt, ey. Dark Souls will wirklich nicht, dass wir vorankommen. Das kann doch nicht in seinem Ernst sein. Gott, ich fühle mich richtig verarscht gerade. Diese Session wird in die Geschichte eingehen, zumindest in der Disaster-Geschichte, als die Session, in der Dark Souls mich richtig, richtig verarscht hat. Alles sich gegen sich verschworen hat. Oh Gott. Jetzt passe ich schon nicht hier auf. Ja, komm. Natürlich trifft er mich dann auch noch. Verarschst du mich jetzt nicht auch noch, ja? Muss aufpassen, dass ich dadurch jetzt nicht irgendwie ein bisschen ungeduldig werde oder so. Das habe ich gerade auch schon irgendwie das Problem. Mehr oder weniger. Wenn jetzt gerade wirklich einfach nur Maximum Trolling war.
nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so. So, na warte. Ist doch völlig unverdient. Erstmal Seelen holen. Oh, ich hatte ja schon. Nein, so nicht. So, High Five, Kumpel. Ich mag es nicht, wenn da drüben steht. Obwohl, dann habe ich hier mehr Fläche zum Ausweichen. Ist nicht so verkehrt. Ach, schade. Ich muss das wirklich ausholen. So, ja. Nee, steckt das hier nur ein. Okay, das kommt vor. Nein. Nein. Und das wieder. Wenn er da hinten steht, ist man hier natürlich extra sicher. Hier kann er dann eigentlich gar nicht mehr treffen. Aufpassen. Ah, oh, das war knapp. Das war richtig knapp. So. So. So, jetzt nicht wieder den gleichen Scheiß wie gerade eben, Mann. Jetzt machen wir es richtig. Einfach securen, einfach hier so ein Dings drauf schießen. Wir wollen nicht, dass die gleiche Scheiße nochmal passiert. So, und diesmal gibt es neben dem alten Eisenkutsch auch die alte Königsseele, die es beim ersten Mal nicht gab. Und habt ihr gesehen, wie viele Seelen das gab? Fast 90.000 oder sogar ein bisschen mehr. Wenn das mal nicht sehen ist, wenn das mal nicht die Sache wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, danke. Hui. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Massaker. Und hier haben wir das nächste Urleuchtfeuer. Weil ich hier sonst mehr zu tun habe und nicht wirklich in den Turm will, gehen wir natürlich weiter. Ja, wieder zurück. So, zweites Urleuchtfeuer. Bisher war es ein ganz schöner Krampf. Dark Souls ist gerade wirklich nicht gut auf mich zu sprechen. Aber gar nicht. Etwa so wie so ein Fünfjähriger, dem man sein Lieblingsspielzeugauto kaputt gemacht hat. Genau so ist Dark Souls gerade drauf. Das Problem ist, Dark Souls ist kein fünfjähriger Junge, der auf Autos steht, sondern in was weiß ich, 200 Jahre alter sadistischer Vampir. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt bei Stufe 200. Woo! Applaus! Da freuen wir uns wie ein Schnitzel. So, und dann werden die nächsten zwei Level Konstitution belasten. Dann noch 23.000 Seelen. Also werde ich vielleicht wieder ein bisschen was ploppen. Obwohl, nee, wir müssen ja noch zu Strade. Zu drei, du des. So. Strady Baby, wo bist du? Ich habe ein Präsent für dich. So. Ach, machen wir es einfach so. Hui. Ja, viel schneller. So, hier will ich wieder auf Nummer sicher gehen. Ach Quatsch. Was hat er hier? Ach so. Stimmt. Da war was. Ich erinnere mich. Hat der eigentlich? Ja, der hat finsterne Kugeln. Hehehehe. Die kann ich brauchen. Gut, dass ich nachgesehen habe. So, hier gibt es jetzt den Blendblitz. Und guck mal. Der braucht 65 Wille. Das ist ein bisschen viel, oder? Und dabei, Blendblitz ist jetzt nicht so dermaßen geiles Wunder. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir das. Und das ist nicht gerade billig. Aber damit wären wir schon fertig. So. Halt die Klappe, ich habe was bei dir gekauft, ja? Sei nicht immer direkt so salty.
So, und damit geht's zurück nach Majula. Und das Eisenschloss haben wir jetzt auch erstmal erledigt. Als nächstes geht es dann Lichtsteinbucht Zeldora. Eigentlich könnte ich die Schlucht zuerst machen, aber das mache ich nicht. Ich mache Zeldora zuerst. Und ja, die gehen wir dann in der nächsten Folge an. Mal gerade mal 10 gucken. Nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt bei 15.000. Machen wir hier erstmal wieder Pause. Und das nächste Mal, wie geht's denn in Richtung Lichtsteinbucht Zerdora? Hoffentlich seid ihr dann auch wieder dabei und bis zum nächsten Mal.